Und willkommen zu einem neuen Abenteuer. Ihr seht, Mass Effect Legendary Edition steht da. Ist ja neu rausbekommen. Und wir springen einfach mal nicht in Mass Effect 1. Das haben wir schon vor, weiß ich, wie vielen Tagen, Wochen, je nachdem, wann ihr das entdeckt habt, abgehakt. Wir springen gleich in Mass Effect 2. Und ich hoffe, dass er meine Daten übernimmt. Mass Effect 2. Mal gucken, Extras. Haben wir irgendwas Cooles? Option. Grafik? Das ist doch nochmal was. Qualität natürlich vorziehen. Was haben wir hier? Anzeige ihres Monitors. Den Sound würde ich gerne mal gucken. Wir lassen das mal so. Noch mal ein bisschen steuern. Ja, das ist im Rahmen dessen, was wir eigentlich wollen. Okay. Er hat also... Er übernimmt nicht die Xbox 360 Daten, Leute. Wenn ihr keine Xbox 360... Also, ihr müsst quasi das neu spielen. Aber erstmal Intro. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Commander Shepard deckte die Wahrheit auf. Und trotzdem reicht das nicht aus. Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Im Jahr 2183 wurde das Zentrum der Galaktischen Gemeinschaft von einem verheerenden Angriff erschüttert. Die Zitadelle-Raumstation wurde von einer synthetischen Gate-Armee attackiert, die ein Portal für die Reaper öffnen wollte. Riesenhafte Maschinen, die bla bla bla. Oh Mann, das ist viel zu schnell, Leute. BioWare, das müsst ihr ändern. Aber falls ihr es nochmal in Ruhe lesen wollt, haltet das Video an und lest es nochmal nach. Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Aufschlagmanöver! Beschädigt!
Waffen offline! Löscht mal das Feuer! Nicht gut an. Mayday, Mayday, Mayday! Hier ist die SSV Normandy! Wir wurden von einem unbekannten Feind schwer beschädigt! Komm schon, Baby, halte durch! Halte durch! Du, das sieht wirklich nicht gut aus hier. Joker, wir müssen hier raus. Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich. Ich kann sie immer noch retten. Die Normandy ist verloren. Wir müssen aber nicht gemeinsam untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Sie kommt von einem anderen Angriff zurück. Mass Effect 2.
Sehr dramatischer Anfang. Mass Effect Genesis ist ein interaktiver Comic, der die Ereignisse von zusammenfasst. Wenn Sie diese Option überspringen, wird Shepard Standard Hintergrundgeschichte verwendet. Komm, wir lesen mal diesen Comic. Einfach mal zu gucken, was passiert mit euch. Oder was ist, wenn man einfach mal keinen Bock auf 1 hat und einfach mal in 2 einsteigen möchte? Nur eine weitere Routinemission. Warum sagen Sie das eigentlich vor jeder Mission? Natürlich ist das Routine. Es ist ja auch noch nichts passiert. Es geht darum, was unterwegs geschieht. Um die Entscheidungen, die man trifft. Die Wege, die man beschreitet. Das alles macht aus der Routine etwas völlig anderes. Natürlich. So hat alles angefangen. Eine Routinemission. Einem Notruf nachgehen. Und wohin hat es mich gebracht? Wir waren auf einem Testflug mit der Normandy, Captain Andersons neuem Schiff, als der Notruf hereinkam. Eine Allianzpatrouille auf Eden Prime war angegriffen worden. Sie hatten etwas gesehen, für das sie keine Erklärung hatten. Und was es auch war, es war groß. Ich landete auf dem Planeten mit meinem Lieutenant, Kaidan Alenko. Ein guter Junge, loyal, macht alles nach Vorschrift, biotisch begabt. Wir fanden die einzige Überlebende der Patrouille, Gunnery Chief Ashley Williams. Eine Soldatin bis ins Mark, knallhart, diszipliniert, bereit gegen alles vorzugehen, was sich ihr in den Weg stellte. Ashley schloss sich uns an und brachte uns zu der Stelle, wo sie ihren Trupp verloren hatte. Und dann sahen wir es. Das Schiff. Mir war so etwas noch nie untergekommen. Es war gewaltig und verbrannte die Erde, als es wegflog. Wir folgten dem Pfad der Zerstörung bis zu einem Artefakt, einem Sender, den eine längst untergegangene Spezies zurückgelassen hatte, die sich Proteaner nannte. Die Kolonie hat ihn ausgegraben und der Angreifer, wer es auch war, hatte versucht, ihn an sich zu nehmen. Chief Williams machte den Fehler, zu nahe heranzugehen. Der Sender beschoss sie mit irgendeiner Form von Energie. Ich packte sie und stieß sie beiseite. Und dann traf es mich. Mit voller Wucht. Jeder Muskel in meinem Körper verkrampfte sich. Und dann sah ich etwas. Eine Vision. Ein Traum. Ein Albtraum. Als ich wieder zu mir kam, waren wir schon auf halbem Weg zur Citadel, wo wir vor den Rat treten sollten. Man erwartete von mir, dass ich erzählte, was ich gesehen hatte. Anderson begleitete mich. Und Udina auch. Er war unser politischer Vertreter auf der Citadel. Mit diesen beiden Schwergewichten hielten wir es für möglich, den Rat davon zu überzeugen, dass das Schiff, das wir gesehen hatten, eine potenzielle Bedrohung darstellte. Genau wie derjenige, der hinter den Angriffen steckte. Der Hauptverdächtige des Massakers auf Eden Prime war ein turianischer Spectre namens Saren. Er war von einem der Überlebenden der Kolonie auf Eden Prime gesehen worden und es gab Hinweise, die nahelegten, dass es eine Verbindung zwischen dem Schiff und Saren gab. Aber selbst Udinas pointiert vorgebrachte Argumente reichten nicht aus, um den Rat zu überzeugen. Sie konnten einfach nicht glauben, dass ein Spectre, einer ihrer auserwählten Elite, für so etwas verantwortlich sein konnte. Sie brauchten Beweise. Und das bedeutete, ich brauchte Beweise. Zum Glück war ich bei meiner Suche nicht allein. Garrus, ein anderer Turianer, wollte mir helfen. Er war ein Top-Agent des Citadel-Sicherheitsdienstes und erzählte mir, trotz der Order seiner Vorgesetzten, sich nicht einzumischen, dass er Saren verdächtigte und einige vielversprechende Spuren hatte. Und was noch wichtiger war, er wollte sie mit mir teilen. Das brachte uns zu Rex, den größten und am gefährlichsten aussehenden kroganischen Kopfgeldjäger, den ich je gesehen hatte. Es stellte sich heraus, dass er weit mehr war als bloß ein brutaler Kerl. Seine Informationen führten uns zu einem Flüchtling mit Beweisen, die Saren belasteten. Der Flüchtling erwies sich als eine quirlige kleine Quarianerin namens Tali. Sie war eine Tech-Expertin und begnadete Hackerin und hatte Informationen über Saren beschafft. Beweise dafür, dass Saren in die Sache verwickelt war.
Talis Material bewies, dass Saren für das Massaker auf Aiden Prime verantwortlich war. Und dass das gewaltige Schiff, das wir gesehen hatten, Sarens Flaggschiff war. Aber das war noch längst nicht alles. Saren versuchte, eine Spezies von intelligenten Maschinen aus dem Orkusnebel zurückzuholen. Diese Reaper hatten vermutlich vor 50.000 Jahren alles Leben ausgelöscht, einschließlich der Proteaner. Das erklärte auch, warum Saren den Sender wollte. Und es brachte Sinn in einige Teile meiner Vision, aber nicht viel mehr. Wir konnten den Rat nicht davon überzeugen, dass die Reaper eine Bedrohung darstellten, aber immerhin stimmte er zu, dass Saren aufgehalten werden musste. Sie entzogen ihm seinen Spectre-Status und erwiesen mir die Ehre, der erste menschliche Spectre zu werden. Meine erste Aufgabe, Saren zur Strecke bringen. Anderson beschloss, zurückzubleiben und gab sein Schiff auf, die Normandy. Er sagte, ich würde es nötiger brauchen als er. Außerdem gab er mir einen Hinweis. Liara, eine Proteaner-Expertin, biotisch begabt und, was wahrscheinlich am wichtigsten war, die Tochter von Benicia, Sarens obersten Lieutenant. Und wie die meisten Asari ebenso schön wie intelligent. Liara war in der Lage, einige Teile der Vision zu deuten, die der Sender mich hatte sehen lassen. Nichts Konkretes, aber es gab uns einige Anhaltspunkte und eine höhere Wertschätzung der Asari. Ihre Methode, auf meine Vision zuzugreifen, war überraschend. Aber alles andere als unangenehm. Ashley war wegen meiner Verbindung zu Liara ein wenig besorgt. Als Commander war mir klar, dass beide Beziehungen das Potenzial bargen, die Mission zu stören. Ich versuche mal das so ein bisschen zu rekonstruieren. Welche wir auch im Mass Effect 1 von der 360 gemacht haben, oder war es, glaube ich? Ash. Ich sagte Ash, dass ich nicht an Liara interessiert sei. Ich hätte jemand anderen im Auge. Aber wir waren uns einig, dass unsere Mission, Saren zu finden, nicht darunter leiden durfte. Dank Liaras Hilfe hatten wir auch gleich unsere nächste Spur. Sie ging mit uns auf die Suche nach ihrer Mutter Benicia. Saren hatte diese nach Noveria gebracht, einen Eisplaneten, der mehreren Unternehmen gehörte und von diesen betrieben wurde. Außerhalb des Gesetzes. Saren hatte die Königin einer gefährlichen Spezies von insektenähnlichen Kreaturen, den Rachni, versklavt. Er hatte Liaras Mutter Benicia befohlen, mit derselben Technik wie Liara bei mir, Informationen von der Rachni-Königin zu beschaffen. Die Drohnen der Königin waren überall. Und sie waren alles andere als freundlich. Wir mussten uns durch hunderte von ihnen kämpfen, bis wir zu Benicia gelangten. Als wir ankamen, war Saren schon fort. Mit der Information. Ich versuchte, Benicia zur Vernunft zu bringen, aber Saren hatte sie indoktriniert. Er hatte irgendwie die Fähigkeit erlangt, die Handlungen und den Willen anderer zu kontrollieren. Benicia ergab sich nicht. Und Liara musste zusehen, wie ihre Mutter in ihren Armen starb. Und ich musste mich um eine wütende, gefährliche Rachni-Königin kümmern. Sie behauptete, ihr Volk würde friedlich bleiben, wenn ich sie freiließe. Aber die Rachni hatten die Galaxie schon einmal terrorisiert. Und ich glaube, wir haben sie getötet. Bin mir jetzt ja nicht so sicher. Aber ich gehe davon aus, dass wir definitiv das getan haben. Ich konnte das Risiko nicht eingehen. Ich hatte eine Mission zu erledigen und eine Armee wütender Rachni war ein weiteres Problem, für das ich wirklich keine Zeit hatte. Sarens oberster Lieutenant war tot. Ihm lief also die Zeit davon und die Verstecke gingen ihm auch langsam aus. Ich folgte seiner Spur bis zu seiner Basis auf Würmeier. Aber schon bald fanden wir heraus, dass es sich dabei um weit mehr als nur seine Operationsbasis handelte. Es war eine Zuchtstätte. Saren züchtete eine Kroganer-Armee. Er hatte ein Heilmittel für die Genophage gefunden, eine Krankheit, mit der die Kroganer infiziert worden waren, um zu verhindern, dass sie sich fortpflanzten und die Galaxie übernahmen. Aber die Kroganer, die Saren züchtete, waren Sklaven. Hirnlose Bestien, die Saren bedingungslos gehorchten.
Ich musste die Basis und all ihre Forschungsergebnisse vernichten. Rex war dagegen. Strikt. Rex wollte das genophage Heilmittel für sein Volk. Ich versuchte ihn davon zu überzeugen, mir bei der Zerstörung zu helfen, da diese Kroganer nicht echt wären. Aber er ging nicht darauf ein. Und wir haben ihn definitiv gerettet. Zum Glück ist Rex klüger, als er aussieht. Er erkannte, dass er seinem Volk so nicht wirklich helfen konnte und dass Saren die eigentliche Bedrohung war. Als wir schließlich ins Zentrum der Basis vorgedrungen waren, wurde mir klar, wie nah Saren dem Ziel seines Plans bereits war. Er stand bereits in Kontakt mit einem Reaper, der Sovereign. Dem Schiff, von dem wir alle angenommen hatten, es sei wirklich nur ein Schiff. Es sprach zu mir. Ich spürte die Bedrohung, die es für jedes Lebewesen darstellte. Mir war nur nicht klar, weshalb Saren ihm folgte. Und es blieb auch kaum Zeit, darüber nachzudenken. Die Sovereign wusste, wo wir waren. Wir mussten umgehend die Basis zerstören und fliehen. Ich teilte mein Team in zwei Gruppen auf und schickte eine mit Ash und die andere als Ablenkung mit Kaidan los. Wir hatten eine Nuklearbombe und wollten sie auch benutzen. Aber bevor wir sie zünden konnten, tauchte Saren auf. Es kam zum Kampf. Ich hielt ihn auf, um meinem Team Zeit zu verschaffen, und im Gespräch erkannte ich die Wahrheit. Es war gar nicht Saren, der alle indoktrinierte. Es war die Sovereign, der Reaper. Und Saren steckte tiefer drin als alle anderen. Er wollte mich davon überzeugen, dass er noch die Kontrolle habe. Er sagte, er habe einen Weg gefunden, den Einfluss des Reaper zu reduzieren. Aber entweder belog er sich damit selbst, oder er glaubte die Lügen, die die Sovereign ihm erzählte. Bevor ich ihn überreden konnte, aufzugeben, floh er. Ich hatte nur noch Sekunden, um mein Team rauszubringen. Ich versuchte es, aber ich war nicht schnell genug. Ich konnte nur einen Teil retten. Und wir haben definitiv Ashley gerettet. Kaidan war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Soldat. Aber ich musste eine Wahl treffen. Und sie fiel auf Ash. Das war das letzte Mal, dass Saren sich meinem Zugriff entziehen konnte. Mir war klar, dass beim nächsten Zusammentreffen einer von uns sterben würde. Ich und der Großteil meines Teams verfolgten Saren und seine Armee bis nach Ilos, einem längst vergessenen Planeten, der einst den Proteanern gehört hatte. Wir bereiteten uns auf einen verzweifelten Kampf vor und ich hielt vor meiner Crew eine Ansprache. Wir waren nur ein Schiff gegen Sarens ständig wachsende Armee. Ich versicherte allen, dass wir ihn entgegen aller Wahrscheinlichkeit trotzdem besiegen konnten. Aber Ash durchschaute meine Worte. Sie wusste von meinem Schmerz nach Kaidans Tod. Sie konnte meine Zweifel spüren. Wir wussten beide, dass diese Mission unsere letzte sein konnte. Bis zu diesem Moment hatten wir unsere Gefühle wegen der Mission bewusst verdrängt. Aber wozu warten? Wir gaben unserem Wunsch nach. Und es war perfekt, solange es andauerte. Wir landeten kurz nach Saren auf Ilos. Auf dem Planeten fanden wir eine proteanische Datenbank, die es mir ermöglichte, die letzten Puzzleteile meiner Vision zusammenzusetzen. Die Reaper waren vor 50.000 Jahren gekommen, genau wie alle 50.000 Jahre davor, und jedes Mal löschten sie alles Leben in der Galaxie aus. Die Proteaner hatten gekämpft und waren gestorben, wie schon alle anderen Spezies vor ihnen. Aber einige von ihnen überlebten lange genug, um ein Abschiedsgeschenk zu hinterlassen. Die Proteaner hatten entdeckt, dass die Citadel der Schlüssel zur Kontrolle der Massenportale war. Durch Sabotage der Citadel hatten sie einen Weg gefunden, die Portale zum Orkusnebel zu verschließen. Das verzögerte die Rückkehr der Reaper und verschaffte uns die erforderliche Zeit, um eine Lösung zu finden, wie wir die Reaper ein für allemal aufhalten konnten. Saren wusste das alles. Er wollte mit seiner Armee die Kontrolle über die Citadel übernehmen und die Portale zum Orkusnebel wieder instand setzen, um die wartenden Reaper herzubringen, damit sie uns alle vernichten konnten. Wir folgten ihm zur Citadel. Sie war noch intakt, aber schwer beschädigt. Saren hatte die Ratsflotten überrascht und diese waren gerade dabei, sich neu zu formieren.
Und mit der Sovereign als Flaggschiff bestand nur wenig Hoffnung, dass es durch einen Gegenangriff der Flotten gelingen könnte, die Citadel zurückzuerobern. Aber Saren wollte ohnehin nicht mehr fliehen. Und ich wollte ihn nicht länger jagen. Wären die Flotten der Allianz und der Citadel vor der Citadel Sarens Armee bekämpften, trieb ich den turianischen Mistkerl im Citadel-Turm in die Enge und stellte ihn. Er starb in dem Glauben, dass die Reaper ihn retten würden. Ich kämpfte weiter, um die Kontrolle über die Citadel zurückzuerlangen. Da wurde das Flaggschiff des Rats, die Destiny Ascension, angegriffen. Trotz Sarens Tod setzten die Sovereign und Sarens Armee die Schlacht fort. Der Rat befand sich an Bord der Destiny Ascension und bat um Unterstützung. Mir war klar, dass ich ihnen nur helfen konnte, wenn ich gleichzeitig die Allianzflotte der Menschen aufs Spiel setzte. Ich, ich glaube, wir haben den Rat gerettet. Der Rat musste gerettet werden. Er bildete Herz und Gehirn der galaktischen Gemeinschaft. Ohne ihn würde innerhalb der Flotten völliges Chaos ausbrechen. Obwohl ich die Citadel wieder unter meine Kontrolle hatte, Saren besiegt war und die Normandy, die die vereinte galaktische Flotte anführte, war die Schlacht gegen die Sovereign, einen einzigen Reaper, nicht wirklich ein Sieg. Am Ende behielten wir zwar die Oberhand, aber der Preis dafür war immens. Der Preis dafür war immens. Die Verdienste der Menschheit in diesem Krieg brachten uns zwar unseren ersten Sitz im Rat ein, aber der Sieg schmeckte schal. Die Reaper waren immer noch da draußen. Ich wusste, dass der Konflikt noch lange nicht vorbei war, aber da ich den Kampf gegen Saren angeführt hatte, übertrug man mir neue Verantwortung. Ich musste entscheiden, wer der erste Ratsherr der Menschheit werden sollte. Da war zum einen Udina, Vollblutpolitiker, skrupellos und ehrgeizig. Er würde die politischen Landminen, die man schon bald für ihn auslegen würde, mit Leichtigkeit umgehen. Der andere Kandidat war Captain Anderson, Soldat aus Leidenschaft, hart, aber fair, ein Freund und jemand, dem ich trauen konnte. Beide auf ihre Art große Anführer. Okay, jetzt kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, es war Anderson. Anderson wollte den Posten nicht. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er der ideale Mann dafür war, ohne Ambitionen, die ihm den Blick verstellen könnten. Der Krieg war beendet, die Bedrohung vorüber. Mit der Zeit würde der Rat wieder zu alter Stärke zurückkehren. Die Citadel konnte man reparieren. Selbst der Schmerz über verlorene Freunde würde nachlassen. Aber all das war ohne Bedeutung, wenn die Reaper immer noch da draußen waren. Und wenn sie alle so viel Macht besaßen wie die Sovereign, mussten wir einen Weg finden, sie aufzuhalten. Ich musste einen Weg finden. Ich versammelte meine Crew, nahm ein Schiff und begab mich auf die Suche nach Antworten. Offiziell gab der Rat lediglich bekannt, ich sei mit Aufräumarbeiten beschäftigt, ich solle die letzten Reste von Sarens Armee vernichten. Nur eine weitere Routinemission. Alles nur Routine. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Okay.
Name eingeben. Vorname. Fred Shepard. Und ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen lassen, Abo lassen. Und jetzt wisst ihr auch, was passiert, wenn ihr einfach mal Mass Effect 2 startet, anstatt Mass Effect 1. Bis zur nächsten Folge, wenn wir unseren Charakter hier mal designen. Bis dann!